Wieder mal gibt es heute eine Schande von Turin. Juventus Turin verliert 3:0. Relativ chancenlos gegen AC Mailand und Ante Rebic, der Ex-Frankfurter, der Ex-Büffel, schießt ein Weltklasse-Tor, ein überragendes Tor, wie Ronaldo in seinen besten Zeiten bei Manchester United das vielleicht auch geschossen hätte. Unfassbar haut er das Ding in den Winkel mit so einer wunderschönen Flugkurve. Also das Tor habe ich kurz davor, mir auszudrucken und übers Bett zu hängen. Wow, krasses Tor heute von Rebic. Ja, was nicht so toll war, war das Spiel von Juventus Turin. Und jetzt sind sie zum ersten Mal seit langem wirklich in der Position, dass sie nicht mehr aus eigener Kraft die Champions League-Qualifikation schaffen können. Ja, sie sind jetzt aktuell auf einem Euroleague-Platz und haben vor sich unter anderem Atalanta, unter anderem AC Mailand und jetzt auch Neapel. Ja, und dementsprechend, meine lieben Freunde, ist es für Juve der absolute Super-GAU. Wenn sie nicht in die Champions League kommen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Ronaldo noch weiter bezahlen können. 30 Millionen Jahresgehalt und das ohne Champions League-Geld? Also ich muss sagen, dieses Experiment am Anfang von Pirlo war ich ja auch schon Fan davon, dass man Andrea Pirlo diese Chance gegeben hat. Ich habe ihn als Spieler noch erlebt, fand ihn unfassbar krass, auch sehr intelligenter Spieler gewesen. Deswegen dachte ich, der gibt einen guten Trainer ab, so wissen sie dann bei Real Madrid. Aber das hat irgendwie gar nicht funktioniert und vielleicht hat man sich jetzt zu spät von ihm getrennt, denn auf der einen Seite ist der Kader nicht so ausgeglichen irgendwie zusammengestellt. Auf der anderen Seite musst du damit Minimum in die Champions League kommen. Es ist einfach keine Struktur. Das Pressing, wenn man sieht, wie lieblos die pressen, wenn ich sehe, wie andere Mannschaften pressen, wie koordiniert bei Manchester City oder Pep Guardiola es abläuft. Bei Juve ist so ein Laissez-faire-Pressing, da läuft Ronaldo mal so halb an, dann rückt niemand nach. Das ist ganz strange einfach. Gar keine Disziplin und das Angriffsspiel wurde da auch gesagt von den Kommentatoren. Total eindimensional. Fast immer selbe Spielzug, irgendwie auf die Außen, auf Quadrado und Quadrado flankt rein und in der Hoffnung, Ronaldo kriegt ihn irgendwie auf den Kopf. Also das gefühlt die einzige Variante, die sie haben, außer Chiesa gewinnt man ein 1-gegen-1-Duell. Also katastrophal, was Juve da macht. Katastrophal und ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Mannschaft Ronaldo noch spielen wird nach dem Sommer. Oder, was meint ihr? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.